Diese Osamas. Eine wirklich schreckliche Familie. Heute. Nonne Puppen. Ich will eine neue Burka haben. Wieso? Hier, guck mal. Eine Nerzburka wäre doch ganz toll. Oder hier, die bauchfreie Burka von Gucci. Bauchfrei? Wusste gar nicht, dass Heidi Klum dafür modelt. Nimm doch hier das Ding hier von H&M. Dschihad! Was macht unser verblödeter Nachbar schon wieder hier? Was ist hier los? Deine Tochter hat die Schnauze voll von Männern. Ah, klar. Deswegen sitzt sie auch auf deinem Schoß. Nein, ihr Freund hat sie verlassen und jetzt will sie Nonne werden. Nonne? Bist du total bescheuert? Die im Westen kacken uns an, weil unsere Frauen Kopftücher tragen und ihr verhüllt eure Nonnen wie Christo den Reichstag? Willst du dein Leben so aussehen wie deine Mutter? Ich sag doch, dass ich eine neue Burka brauche. Du kannst keine Nonne werden. Ich weiß, das ist so eine Sache. Ich hatte ja auch mal... Nein, nicht du. Jetzt pass mal auf. Ich weiß ja, dass heutzutage die Männer alle ein bisschen blöde sind. Als ich jung war... Komm auf den Punkt! Okay, ich habe was dich auf andere Gedanken bringt. Ich plane einen Selbstmordattentat für nächste Woche. Und da brauche ich noch so ein paar Leute, also wenn du Lust hast. Mich in die Luft sprengen! Ja, hab ich was Falsches gesagt? Da kommst du in den Himmel zu 77 Jungfrauen. Was soll ich denn mit 77 Jungfrauen? Ja, dich mal so ein bisschen ausquatschen, gemeinsam auf Toilette gehen, was eben Frauen so machen. 77 Frauen gehen gemeinsam auf ein Klo? Die hygienischen Bedingungen scheinen bei euch im Himmel ja eine Katastrophe zu sein. Vielleicht kommt man als Frau zu 77 männlichen Jungfrauen. Tja, Frauen wollen immer irgendwann die gleichen Rechte. Aber da haben sie die Rechnung ohne die katholische Kirche gemacht. Vielleicht hat ja deine Mutter recht. Und da gibt's 77 jungen Männer. Aber was soll ich denn mit unerfahrenen Männern? Sie trösten, weil sie einen vorzeitigen Samenerguss haben und das 77 Mal? Vielen Dank, Papa. Da will ich doch lieber Nonne werden. Nonne? Das ist doch großer Islamist. Ich will doch Nonne werden, damit ich nie wieder mit den blöden Männern was zu tun haben muss. Das kannst du im Islam auch. Frag deine Mutter. Ohne neue Gucci-Burka sag ich gar nichts mehr. Dann lass doch deine Tochter endlich Nonne werden. Dann ist sie mit dem lieben Gott verheiratet. Was? Doch verheiratet mit einem Kerl? Aber kein Sex vor der Ehe. Was? Schwanger ohne Geschlechtsverkehr? Tja, das ist ja noch schlimmer als 77 unerfahrene Männer. Ach, Kinder kriegen ohne Sex. Warum bin ich nicht gleich drauf gekommen? Sag mal, gibt es eigentlich auch Nonnenkostüme von Gucci? Diese Osamas. Und schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn es heißt... Jetzt übertreibst du es aber mit deiner Gläubigkeit. Du musst doch nicht den ganzen Tag beten. Das ist es nicht. Ich habe heute Vormittag mit Sekundenkleber hantiert. Ich? Muss mal sehen. Au!